Ja, servus und herzlich willkommen hier aus Nikos Keller. Servus Nico. Servus. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ihr habt mich gefragt, Julian, wie lagert man in seine Skimaterialien, in sein Ski-Equipment ein? Und ja, der Nico, der hilft mir jetzt, das Video zu produzieren, hier in seinem tollen Keller. So einen könnte ich auch gebrauchen, wo man die Skier gut herrichten kann. Dann müsste ich das nicht immer bei mir im Zimmer machen. Also, direkt mal mit LVS rein, gehen dann zur Bekleidung über und danach dann die Skier, würde ich sagen, oder? Mach mal. Aber vorher noch eine andere Frage. Was machst du eigentlich so im Sommer? Also, gehst du dann Mountainbiken oder laufen oder was machst du so? Ja, ich glaube, im Sommer wird es mich eher ins Meer ziehen. Werde natürlich weitermachen mit The Line Eyewear, werden jetzt bald ein paar neue Sonnenbrillen rausbringen, die du schon gesehen hast, die ja. Die anderen dann auch bald sehen werden. Und ja, oh nein, aber insgesamt werde ich wahrscheinlich eher schon auf dem Brett unterwegs sein, aber eher mehr. Ja, im Sommer kann man ziemlich coole Sachen machen. Ich bin auch schon, ich freue mich drauf. So, also bin ich an der Kamera. Der Nico ist im Fokus, hoffe ich. Nico ist im Fokus, sehr gut. Sehr gut. Und also, Nico hat da die Eliesca West in der Hand. Genau. Und das ist jetzt der Airbag. Was macht man mit dem Airbag, wenn wir in den Sommer gehen? Wichtig beim Airbag ist, das vergessen einige immer, zuerst natürlich der Griff reingeklappt, nicht dass er sich auslöst. Und dann ganz wichtig, zweiter Schritt, die Kartusche rausnehmen fürs Frühjahr, beziehungsweise für den Sommer über. Die könnt ihr ganz einfach rausschrauben. Und dann mein Tipp immer im Originalkarton von Mammut oder von ABS, je nachdem was für ein System ihr habt, reintun und zwar mit diesem Pin drauf. Wenn nicht, kann das Ding gerne mal losgehen und wenn das losgeht, das landet beim Nachbarn durch die Wand. Sicher ist sicher. Genau. Safety first. Von daher nicht hier einfach diesen Zerstäuber draufsetzen und dann in den originalen Karton hineinlegen. Und dann passiert da auch nichts mehr. Sehr gut. Den Griff selber gebe ich euch immer den Rat, wenn ihr zum Beispiel ein Federsystem habt, wie es bei Mammut der Fall ist, einfach einmal ziehen, dann ist die Feder nämlich nicht mehr gespannt und sie ist etwas langlebiger. Und was machst du dann im nächsten Winter? Wie machst du die Feder wieder rein? Im nächsten Winter zum Spannen gibt es hier das Spannwerkzeug. Setzt sie einfach hier rein. Ja, genau, so genau das gleiche, als hättest du den ausgelöst. Ne? Genau, und schraubst ihn wieder rauf. Also genauso, als wenn man ihn ausgelöst hätte. Rucksäcke am besten alle Reißverschlüsse zumachen, dann kommen im Keller auch keine Spinnen rein. Keine Tarantel. Keine Tarantel. Ja. Gibt's sowieso nicht hier in Innsbruck. Einfach entweder in die Ecke legen oder hängen, ist relativ euch überlassen. Und dann weiter zum LVS-Gerät. Weiter zum LVS. So, beim LVS ganz wichtig, natürlich, dass es ausgeschaltet ist. Checkt einmal, ob das Gerät funktioniert, wie viel Batterie ihr noch habt. Solltet ihr unter 40% sein, auf jeden Fall die Batterie wechseln. Einige sagen auch schon früher ist... Ja, ich habe auch schon mal 60 gehört, aber... Genau. In Kanada sagen sie immer gerne 40, aber da haben sie auch ein bisschen mehr Gäste. schaut, dass wenn ihr ein digitales Gerät habt, wie das Pulse Berrybox oder einige Pieps, dass die Software auf dem aktuellen Stand ist. Könnt ihr ganz einfach bei Mammut überprüfen auf der Website. Oder aber ihr geht mit dem Gerät einfach hin in den nächsten Store und fragt, ob es da irgendwelche Updates gibt. Zum Einlagern über den Sommer rate ich jedem immer, die Batterien rauszunehmen. Jeder kennt es wahrscheinlich, dass Batterien gerne mal auslaufen können. Und wenn so eine Batterie im LVS-Gerät ausläuft, ist das LVS-Gerät meistens hin wegen der Säure. Deswegen lasse ich es immer gerne so eingelagert. Sicher ist sicher. Das gleiche zum Beispiel, wenn ihr eine Sonde habt mit den Batterien, wie die iProbe von Pieps. Einfach aufmachen, Batterie raus und dann aufbewahren über den Sommer. Dann kann euch nichts passieren mit den Akkus. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir hier schon eine Jacke liegen und genau. Handschuhe haben wir auch irgendwo. Erstmal zur Jacke. Ganz wichtig, Jacke, nach der Saison kann man sie zumindest mal waschen, auch wenn man sie nicht schon unter der Saison mal gewaschen hat. Wie macht man das? Man macht die Jacke zu, man kann sie noch auf links drehen, wäscht sie dann am besten mit einem Waschmittel ohne Weichspüler.
sodass die Membran nicht verstopft wird. Dann gibt es zum Beispiel so eins von Toko, was da sehr gut die Membran reinigt. Und sobald die Jacke dann trocken ist, imprägniert man die Jacke, da gibt es so ein Spray, da hast du glaube ich auch eins hier, oder? Genau, das habe ich da. Genau, dann sprüht man die komplett ein, mache ich jetzt mal gerade nicht. Wenn man sie eingesprüht hat, kann man die Jacke dann noch in den Trockner tun. Das ist ganz gut, damit sich in dem Imprägnierspray ist Fluor drin, damit sich dieser Fluor aufrichtet, dann ist die Imprägnierung nochmal ein Stück weit wirksamer. Genau, ganz wichtig, das hast du aber jetzt vergessen, das erste nach dem letzten Skitag, Skipass rausnehmen. Ja, weil sonst hast du so eine Situation wie ich, dass du jetzt 20 Skipässe in der Hand hast. Genau, und auch die Jacke natürlich. Alle wahrscheinlich machen. Insgesamt 25 Euro wert. Und du kriegst die Skipässe nicht mehr zurück. Ja, schon wie eine Kiste Bier. Nein, also genau, Jacke waschen, grundsätzlich mit allen Bekleidungsstücken, egal ob Jacke, Hose, Handschuh, genau. Skiunterwäsche, Unterhose etc. alles einmal waschen. Und imprägnieren bei Bedarf und imprägnieren je nach Spray, was man da benutzt, gibt es verschiedene Anleitungen, aber das... Genau, ich verlinke mal eins hier unten drin, ihr könnt da mal reinschauen. Bei Handschuhen, Lederhandschuhen auf jeden Fall nicht in die Waschmaschine schmeißen, das tut denen gar nicht gut. Da müssen wir was anderes machen und da habe ich hier noch ein Wundermittelchen aus der Natur, Bienenwachs. Nico, was machen wir da? Ja, mit dem Bienenwachs versiegeln wir einmal das Leder. Leder ist ja ein Naturprodukt und wird, wenn es feucht ist, weitet es sich gerne mal. Das heißt, es ist wichtig, die ganzen kleinen Schnitte und die ganzen kleinen Falten, die sich in der Saison auftun, einmal zu versiegeln, einmal abzudichten. Und da ist das Bienenwachs ganz hilfreich, einfach die Lederoberfläche. Bei diesem Handschuh, wenn ihr einen gesamten Lederhandschuh habt, halt einmal den gesamten Handschuh einstreichen und dann ruhig, wenn ihr das, könnt ruhig das Wachs einfach mit dem Finger auf die Hand geben, in die Oberfläche und dann einmal komplett. Ja, als hättest du trockene Hände und würdest dann eine Feuchtigkeitscreme drauf machen. Ja. Gibt den Handschuh auch dann wieder Nährstoffe, sodass. Gibt den Handschuh dann auch wieder, oder dem Leder wieder Nährstoffe, sodass das Leder dann schön geschmeidig wird und auch wieder imprägniert ist. Kommen wir zum Wichtigsten, oder? Kommen wir, vorher noch den Helm und die Skibrille. Ja, genau. Helm wird von vielen Leuten gerne vergessen. Fangen wir mal mit dem Helm an. Ganz wichtig, beim Helm ist es ja so, der soll ja schützen. Und man fällt ja gerne mal beim Skifahren hin oder Snowboarden hin. Nee, gerade wenn man. Nee. Das ist eine Lüge, ich sehe ihn häufig genug stürzen. Er zeigt es noch nicht in die Kamera. Wie du sehen kannst an dem hier, der ist jetzt etwas über ein Jahr alt, der hat schon gute Beulen hier oben. Ja, hier ist mal ein Stein drauf gefallen, dann hier bin ich mal drauf gefallen. Das muss ich mal zeigen. Na, da ist eine schöne Beule. Da. Ja, genau. Hier ist mal ein Stein drauf gefallen. Der Helm kann aber auch anders aussehen, der funktioniert immer noch gut. Nur ganz wichtig beim Helm natürlich ist, dass ihr schaut, dass der Helm noch in einem guten Zustand ist, dass er noch schützt. Hier seht ihr bei dem, den habe ich schon mehrmals geflickt, deswegen wird er jetzt nach diesem Jahr auch ausgemustert. Ebenso bei dem Verstellmechanismus hier, der ist in der Seite rausgerissen. Das ist natürlich nicht mehr sicher. So, das heißt, wenn der Helm kaputt ist, ruhig jetzt einmal checken, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, im Sommer ein gutes Schnäppchen zu machen. Und das ist immer ganz fein. Wenn der Helm noch gut ist, einfach am besten, viele Hersteller senden so eine Helmtasche mit. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr ihn auch ganz einfach in der Plastiktüte lagern. Einfach, dass er nicht zerkratzt. Hat allerdings mehr kosmetische Gründe als technische. Also bei einem Helm kann man bei der Lagerung nicht allzu viel falsch machen. Muss natürlich trocken sein und sollte nicht allzu zu schwül sein. Bei den Skibrillen... Das da bist du natürlich der Experte, ne? Ja. Bei den Skibrillen? Bei den Skibrillen bin ich der Experte. Jetzt kommt die Oakley-Brille da raus. Ja. Bei den Skibrillen einfach einmal schauen, ob es Schäden gibt. Die Skibrille soll natürlich auch euch schützen, zum einen vor der Sonne, zum anderen vor physischen Einschlägen, bei Unfällen etc. Heißt, schaut, ob der Strap noch gut ist, ob das Silikon noch gut ist, der Strap noch gut auf dem Helm halten würde. Ob ihr eventuell eine neue Linse braucht, die kriegt ihr natürlich eigentlich bei den meisten Herstellern. Kriegt ihr sie für relativ wenig Geld, zumindest bei uns zum Beispiel. Und was die Lagerung angeht, viele kaufen sich immer ein teures Hardcase dazu. Es gibt welche, die sind unglaublich teuer. Das kennst du wahrscheinlich auch viele, oder? Ja. Ich persönlich... 90 Euro habe ich für Hardcase gezahlt. Ja. Wahnsinn. Ich persönlich mache es immer so, da unsere Linsen magnetisch sind, einfach drauf, fällt nicht runter.
und dann einfach die Brille in den Helm reinlegen. Dann wisst ihr, wo sie ist. Und die Brille, auch sicher, ne? Genau, die Brille wird nicht gequetscht. Und ganz wichtig, das ist wirklich das Wichtigste bei der Brille, ist, dass ihr sie nicht irgendwo im Rucksack lasst, dass sonst hier der Schaum natürlich mit der Zeit eingedrückt wird, sondern gebt der Skibrille schön Zeit im Sommer, dass der Schaum sich wieder ausdehnen kann. Dann habt ihr im nächsten Jahr auch wieder einen richtig schönen Sitz. Weil wenn ihr die im Rucksack lasst, dann ist das Ding komplett platt gedrückt im September, wenn es wieder losgeht. Und dann habt ihr damit keinen Spaß mehr und kauft, wenn es schlecht läuft, eine ganz neue Brille. Das wäre natürlich schade. Außer wenn es eine coole wie diese ist. Außer wenn es The Lion ist, genau. Dann freue ich mich, wenn ihr eine neue kauft. Dann schauen wir uns mal die Skischuhe an, würde ich sagen. Genau. Da würde ich, für mein Empfinden, würde ich einen Innenschuh trocknen. Und sobald er trocken ist, wieder in den Schaft einsetzen. Und dann wieder normal verspannen, dass er sich nicht verformt. Genau, beim Snowboard-Schuh genau das gleiche. Innenschuh rausnehmen, trocknen lassen, Schnürung zuziehen. Ruhig etwas fester, dass der Schuh sich nicht künstlich ausweitet. Dann habt ihr nämlich auch noch zur nächsten Saison im Oktober hin, wenn es wieder losgeht, September, Oktober, habt ihr einen schönen, engen Skischuh, der gut passt. Aber auch da, genau wie bei Helm, Brille, Kleidung etc., schaut, dass ihr waschen müsst. Also ich habe meine Innenschuhe gerne mal in die Waschmaschine, wenn die wirklich... Echt? Das habe ich noch nie gemacht. Wenn die wirklich stinken. Ihr könnt aber auch, ganz genialer Trick, wenn sie etwas müffeln, legt ein, zwei Teebeutel in den Schuh rein und gebt dem ein bisschen Zeit, weil der Tee entfaltet sich richtig schön. Und wenn es ganz extrem ist, dann nehmt das Duftspray von der Freundin und riecht euer Schuh schön nach Kokosvanille. Ja, sonst zum Skischuh ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Genau. Da so Richtlinie, wenn ihr den Skischuh so 80 Tage gefahren seid, dann ist irgendwann Feierabend. Also, genau. Das war bei mir schon mal mitten in der Saison schon mal Feierabend gewesen, aber ja. Ja, ist natürlich bei Skischuhen ähnlich wie bei den Helmen, die Weichmacher drin haben. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass der Schuh funktioniert oder dass das Produkt an sich funktioniert, weil sonst kann es echt zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko werden. Und keiner hat Spaß, wenn auf einmal der Helm bricht oder auf einmal der Skischuh bricht etc. Da gar nicht cool. Gar nicht cool. Von daher. Okay. Machen wir mit den Skiern weiter. Genau, Skier ist im Prinzip ganz einfach. Genau, schauen wir hier mal. Kanten schleifen macht keinen Sinn, weil die Schärfe eher schlechter als besser wird über den Sommer. Aber es ist ganz, ganz wichtig, die Kanten zu schützen. Genau. Und das kriegen wir mit einem Wachs hin. Das heißt, wir machen den Wachs ein bisschen heiß auf dem Bügeleisen, träufeln den dann hier schön drüber über das Metall, sodass das Metall nicht mehr den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Genau. Alternativ, wenn ihr jetzt keine Lust habt zu wachsen oder ihr gerade erst beim Service gewesen seid oder gehen wollt, sagt dem Servicemann ruhig oder dem Laden eures Vertrauens, dass ihr die Skier einlagert. Meistens polieren sie dann nicht so stark über. Da habt ihr dann eine schöne Wachsschicht auf der Kante, die schützt einfach. Wichtig ist, solltet ihr Rost haben, weil ihr die Skier noch nicht vernünftig eingelagert habt oder nochmal dachtet, ihr wollt nochmal auf den Berg gehen, dann solltet ihr wirklich einmal schleifen, weil der Rost sich sonst ausbreiten kann. Und dann einfach könnt ihr ganz einfach ein Stück Wachs nehmen, geht über die Kante rüber, reibt es ein, auf jeder Seite einmal. Genau. Und dann sieht man hier, hat man auch schon eine schöne Wachsschicht drauf. So sieht die bearbeitete Kante aus, von der Seite auch. Und so sieht eine Kante aus, die nicht bearbeitet worden ist. Also ruhig gut drüber reiben. Okay. Beim Belag ist noch ein etwas anderes Thema. Da würde ich grundsätzlich empfehlen, die Ski ruhig am Saisonende nochmal zu wachsen. Weil wenn kein Wachs mehr im Belag drin ist, dann kann der Belag verspröden, austrocknen. Das ist dann ähnlich wie beim Leder und genau. Dann leidet der Ski einfach nur über den Sommer. Genau, ganz wichtig, wenn ihr eure Ski selber wachsen solltet, nachdem ihr sie gewachst habt. Ich kenne einige, die sagen, Wachs drauflassen, nicht abziehen, weil man es ja eh nicht benutzt. Zieht das Wachs ruhig ab, wenn es noch leicht lauwarm ist, also direkt nach dem Wachs, auch wenn ihr den Ski nicht mehr benutzt, weil ansonsten habt ihr einfach eine zu dicke Wachsschicht drauf und wenn ihr die dann im Herbst abzieht und sie wirklich schön hart ist, dann kann es wirklich zu kleinen Ausreißungen im Belag kommen und der Belag wird einfach unschön mit der Zeit. Von daher ruhig einmal abziehen, ihr braucht sie nicht komplett auspolieren, nicht ausbürsten, aber ruhig einmal abziehen und den Rest drauf lassen. Sehr gut. Beim cool. Snowboard? Snowboard, genau. Kommen wir noch zu meiner Disziplin, da denkst du natürlich nicht dran. Natürlich nicht. So, beim Snowboard ist natürlich ganz wichtig, was viele vergessen, ist die Bindungsschrauben zu lösen.
ist einfach der Grund, Skier und Snowboard sind ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Beim Ski wird ja reingebohrt. Beim Snowboard ist schon der Insert drin und es wird drauf geschraubt. Wenn ihr die Schrauben über das Jahr komplett angezogen drin lasst, dann habt ihr das Problem, dass mit der Zeit sich der Belag einzieht. Einfach weil der Insert mit dem Untergurt verbunden ist und der Untergurt, also das Glasfasergewebe, direkt auf dem Belag drauf ist und es zieht sich ein. Und du spürst es, Julian, wenn du hier zum Beispiel auch schon rüber gehst. Da habe ich es nämlich einmal nicht gemacht. Und so fühlt sich es nach der Saison an. Schön wellig. Und das kriegt man meistens auch nicht mehr raus. Also, wenn ihr ein Splitboard habt, so wie hier, schaut ruhig, dass die Clips noch alle festhängen, dass sie sich nicht verstellt haben. Und auch hier ganz normal, wie beim Ski auch, schaut, dass der Belag schön feucht ist, schön gewachsen ist, nicht so trocken wie hier. Den werde ich auch nochmal wachsen müssen, den Knaben. Und dass die Kanten natürlich gut geschützt sind. Dann kann eigentlich nicht viel passieren. So, dann haben wir alles. Ich bedanke mich beim Nico für seinen Gastauftritt hier auf dem Kanal. Es war eine geile Saison und ich würde sagen, nächste Saison geben wir gemeinsam wieder Gas, oder? Ja, auf jeden Fall. Und im Sommer sollten wir auch mal was starten. Ja, also ich glaube, der letzte Winter war für uns beide ziemlich abenteuerreich, wenn man einige gute Tage hat, auch einige schlechte, muss man dazu sagen. Aber so wie der Winter halt ist. Und ja, ich glaube, nächstes Jahr kann es nur besser werden. Aber das haben wir uns ja auch gemacht. Ja, aber ich bin schon relativ zufrieden. Also, ja. Besser geht immer, ne? Aber ja, klar. Passt schon. Aber wir haben schon gutes Leben. Nico, vielen Dank. Alles gut. Euch noch einen extrem schönen